nichts verlernt. Hä? Was laberst du da? So vollkommener Bullshit, ey. Muss Platz 1 erreichen. Fuck. Mann! Ey, das regt mich gerade. Schluck. Ich will diese volle Punktzahl erreichen. Nein, das ist auch... Ah, oh Mann, ich lass mir zu viel Zeit... Ich lass mir zu viel Zeit, das darf ich nicht machen. Ich darf mir nicht Zeit lassen dabei. Darf mir nicht Zeit lassen. Mann, ich hab schon wieder zu viel verpasst. Was ist das? Ist das dein Ernst? Ich schüsse dich. Boller dir! Ich hab ne Idee. Mach das jetzt mit der Shotgun. Mach das jetzt mit der Shotgun. Ach komm, ey. So muss das aussehen, so muss das aussehen, so muss das aussehen. Er trifft genau, wie er es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective? Das tut gut. Das tut gut, das so geschafft zu haben. Oh, tut es gut. Dafür mache ich die Tür hier auf. Scheiße, ey. So, komm her. Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Ja, ich muss ja zwangsläufig immer hierher, wenn ich mich verbessern will. Tut mir leid, Lady. Ich habe jetzt keinen Bock auf Flirten. Wie soll ich diese Nägel je... Ja, kennen wir schon. Falsche Taste gedrückt. Die Katze würde ich jetzt auch mal ein bisschen schießen gerade. Einfach keine was egal Sorge, hier. Detective. Tut kein bisschen weh. Kenne ich ja schon. Aber danke. So. Ne, der ist voll. Warum sagt er mir dabei, dass das voll ist, obwohl es nicht voll ist? So. Öffnen. Was haben wir hier? Oh, grünes G. 15.000! Ja, gut. Gut. Das ist gut. Gefällt mir. So. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Rot wie Blut. Was haben wir hier? Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Oder du verwendest automatisch eine Spritze, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Nämlich. So, unauffällig. Stimmt, ja, da wollte ich auch noch. Warte mal, 6. Okay, wo gehe ich als nächstes hin? Vor allem ich auch noch 30.000. Ich habe 3 Gele noch. Was ist das? Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Aha. Stärker maximale Lebensenergie.
erhöht deine Schmerztoleranz, sodass du Angriffe überlegen kannst, die anfalls mehr als genug Schaden verursachen, um dich zu töten. Das ist schon ganz heiß. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einem Angriff automatisch auszuweichen. Funktioniert nicht bei allen. Das wäre auch nice. Steigert das Maximum der Ausdauer. Das. Okay. So. Regeneriert Gesundheit. 10.000. Ausweichen. Ausweichen ist immer gut. Und natürlich hier Trotz. Sehr schön. Naja, Gesundheit ist sowieso. Da ist ja gesperrt und da ist gesperrt. Was haben wir. Was würde ich hier freischalten? Eine Spezialfähigkeit, mit der. Sollte nur noch ein rotes Gel. Mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Deine Schritte verursachen noch weniger. Richtig, das ist uninteressant. Achso. Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten. Warum unter Angriffe mit Messer verursachen mehr Schaden? Drücke G beim Ziehen, dich zu konzentrieren und deine Zeit zu verlangsamen. Darauf spare ich. Hack, Alter. Hack, Alter. So. Zum Bullet-Time-Effekt, Jesus, gefällt mir, will ich haben. So, Herstellung. Ich habe tatsächlich volle Schockbolzen, okay. PG-Munition 49, ha, ich habe ja genug davon. Oh, Waffenfett. Habe ich eigentlich alles richtig durchgeladen? Na? 8, 4. Jo. Von den Rauch habe ich interessanterweise 6. Wird mir das auch angezeigt? Warte mal. 6 von 6. Okay, gut. Nee, ich hinterfrag das nicht. Ich hinterfrag das nicht. So, na Gott. Habe ich irgendwo. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge hier irgendwo was freigeschaltet. Scharfschützen, wer war das? Genau. So, Nachladezeit, Feuerrate, Feuerkraft, Feuerkraft, auf jeden Fall. Ich will rein donnern können mit der Waffe hier. Deswegen habe ich die ja auch. Und hier habe ich ja nichts freigeschaltet, ne? Stufe 2. Ja, das ist das einzige auf Stufe. Okay. Der kostet wie viel? 60? Nachladegeschwindigkeit? Oh, 100, also 160. Ja, läuft. Läuft. Speichern kann ich in der normalen Welt. Dann gehe ich hier zurück. Und wie gesagt, speichern. Obwohl, vorher will ich nochmal mit dem Herren quatschen. Wo ich hier endgültig abspeichere. Weil ich will die Codes dafür haben. Gut, ich bin ganz Ohr. Wie können wir einander helfen? Sie müssen für mich einen Server im Markt neu starten. Einfaches Ding. Solange keine dieser Monster in der Nähe sind. Er befindet sich hier. Moment, ich habe noch nicht zugestimmt. Was springt für mich dabei raus? Wenn Sie das erledigen, kann ich alle Vorratskisten für Sie öffnen. Und was haben Sie davon? Wenn Sie den Server aktivieren, finde ich vielleicht einen anderen Weg hier raus. Raus aus Union? Die Server sind offline? Es gibt wirklich einen Weg, Union zu verlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf den Versuch lasse ich es ankommen. Sie haben den Kontakt zum Stem verloren. Wir sind abgeschnitten. Wenn wir den Kern nicht finden,
sterben wir alle hier drin. Falls ich keinen anderen Weg finde. Wie ist das möglich? Soll ich Ihre Zeit wirklich mit technischem Kauderwelsch vergeuden? Ich muss ihn nur einschalten? Warum ist der Server überhaupt offline gegangen? Sie müssen nur wissen, dass ich es versuchen kann, wenn Sie den Server einschalten. Schauen Sie sich um. Draußen fällt alles auseinander. Dass überhaupt was funktioniert. Andererseits könnte Mobius ihn auch selbst abgeschaltet haben. Wir haben echt für alles irgendwelche Notfallprotokolle. Und Sie stellen die Entscheidung des allmächtigen Mobius in Frage? Hey, ich bin gerne Fußsoldat. Aber wenn ich entbehrlich werde, tja, dann suche ich nach dem Ausgang, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, tue ich. Also, helfen Sie mir oder nicht? Das ist Gronkh. Jetzt erkenne ich die Stimme. Scheiße. So, ich würde mit jemandem quatschen, so. Hey, ja, was? Ja. Ja, mach ich doch. Die Aufgabe mache ich doch. Hey, hier. Mr. Grigoronkh. Mach ich doch gerne. Sprich mit Sykes? Warum? Warte mal, hier war so ein Ding. Wo gab's noch so eine Kiste? Scheiße. Also, ja, wir sind hier sicher. Mhm. Sykes, warte, ich komme noch mal kurz zurück. Scheiße. Ich habe nicht gespeichert, ne? So, Platz 8 ist der wichtige. Ach komm, weißt du was? Hey, ich überlebe ja alles. Sollte es knapp werden, kann ich immer noch hierher flüchten. Vielleicht hilft mir Sykes ja. So. Irgendwas ist hier reingekommen. Das Loch gab's vorher nicht. Außerdem, das brennende Auto ist da jetzt, ne? Okay, irgendwas Größeres müsste hier rumlaufen jetzt. Kann ich mich hier verstecken? Yay! Bin versteckt. Nice. Leute, ihr könnt mir gar nichts. Hinter? Nein. Irgendwas wird doch gleich aus dem Himmel hier hervorgesprungen kommen. Gerade die Vorratskiste, die ich nicht öffnen konnte. Ich weiß, es gab hier noch eine. Das weiß ich noch ganz genau.